Geheimnisvoll, legendenumwoben, ketzerisch. So werden die Templer, der erste Ritterorden, überhaupt häufig beschrieben. Ein neues Buch soll nun mehr Licht ins Dunkel bringen. Die Autorin Gabriele Lukasch und der Fotograf Robert Buchall haben sich in Österreich auf die Spuren der Templer begeben. Als Ketzer von den Kirchen verschrien, von den Historikern kaum wahrgenommen, die Templer. Der geheime Ritterorden aus dem 12. Jahrhundert regt bis heute die Fantasie an. Die Rittermönche befanden sich häufig auf der Flucht und mussten sich, sowie ihre kostbaren Schätze, verstecken. Das taten sie meist in unterirdischen Gewölben. Und in diesen düsteren Gefilden hält sich die Stadtführerin Gabriele Lukasch häufig auf. Immer mit einer Taschenlampe bewaffnet, stieß sie auf die Überreste der Templer in Österreich. In ihrem Buch Das geheime Netz der Templer dokumentiert sie bisher unbekannte Details des geheimen Ordens in Österreich. Die Templer sind in den Jahren 1307 bis 12 in ganz Europa ermordet worden. Und so sagt man auch in Österreich und in Wien. Und sie sollen sich von der Virgilkapelle unterirdisch durch die Gänge, die Keller, in die Blutgasse geflüchtet haben, in den Fähnrichshof. Hier sollen sie ihre Schätze versteckt haben. Gefunden wurden diese bis heute nicht. Dafür konnte das Autorenteam zum ersten Mal zahlreiche Grabsteine eindeutig den Templern zuordnen. Mit Hilfe eines Flugdrachens entstanden die beeindruckenden Fotografien von Robert Buchall. An der Auflösung des Ordens war nicht nur der Papst interessiert. In Wirklichkeit war es so, dass der französische König Philipp der Schöne den Reichtum, die Schätze der Templer haben wollte. Er war hoch verschuldet und so lag es nahe, den reichen Orden der Templer auszulöschen und sich dieses Reichtums zu bemächtigen. Lukasch rückt das schlechte Ansehen der Templer wieder zurecht. Es stimmt nicht, dass sie Ketzer waren. Sie haben die Pilger beschützt und sie haben auch sehr viel in Österreich fürs Bauerntum getan, die Landwirtschaft belebt und sie haben natürlich auch ein Bankensystem gehabt. Man sagt, den ersten Scheck eingeführt. Sie haben also viel Gutes getan. Das geheime Netz der Templer bringt mehr Licht in eine geheimnisvolle